Hallöchen liebe Leute und willkommen zurück bei Elite Dangerous. Wir brauchen nicht mehr so viel Geld, mehr als die Hälfte haben wir mittlerweile dann doch schon zusammen gesammelt. Händlerrang ist sogar schon auf 12% gestiegen, immerhin auch da ein kleines bisschen Fortschritt gemacht und der Erkundungsrang 1% bei Speer. Ich glaube viel mehr wird da großartig gar nicht mehr zusammenkommen. Ja, so zum einen, ihr habt mir ein paar schöne Sachen geschrieben, zum einen wäre das, halt, Moment. Das darf ich nicht umstellen. Aber betrifft bloß den Explorer-Account. Und zwar, ich kenne das ja selber, das System Kubeo, dass man dort auch sehr, sehr gut, weil die halt auch 10 Milliarden an Bevölkerung haben, dass man dort auch sehr gut die Metalle und so weiter verkaufen kann. Hier wäre sogar, ihr hättet mal so, mir sogar die Station geschrieben. War das mit Dupe City? Ich glaube. Und ja, dass man das da auch gut verkaufen könnte, wenn man halt mit dem Buggy unterwegs ist, um da einfach halt Waren zu sammeln und dann dort direkt zu verkaufen. Aber hier ging es ja auch einigermaßen in dem System, in dem wir uns gerade befinden. Ich weiß jetzt nicht, Kubeo war jetzt wie weit weg? Ja, das ist schon eine ganz schöne Strecke. Ah ja, das... nee, noch nicht. Nö. Das machen wir noch nicht. Moment, die Route lösche ich nochmal. Da würde ich jetzt direkt hier im System, in dem wir gerade sind, nochmal losfliegen und direkt hier nochmal den Frachtraum voll machen. So, da können wir auch hier direkt den Planeten nehmen. Der hat... ach hier, 0,89G Schwerkraft sogar. Ah, okay. Das fährt sich immerhin dann, ein bisschen mehr auf Schienen als beim letzten Mal. Jo, dann noch wurde mir zugetragen, unschöne Dinge, leider, denn den T6-Transporter gibt es wohl nicht beim Chinesen in Diaguandri. Das wäre echt schade, zumindest klang die Nachricht so, die mir jemand per Kommentar geschrieben hat unter einem Video, ich glaube unter dem letzten oder vorletzten. Das wäre echt ärgerlich. Da könnten wir dann leider nicht sparen und müssten wirklich die 1,4 Millionen aufbringen. Sonst hätte es ja eventuell schon ein bisschen eher geklappt, aber da der Chinese das dort nicht hat, zumindest in Diaguandri nicht, ich weiß nicht, wie das in anderen von den kontrollierten Systemen aussieht, ob es da irgendwo ein T6 billiger gibt, kann natürlich sein. Oder wir warten einfach, bis wir einen Elite-Rang haben und kaufen uns erst dann den T6. Einfach mal bis zu der Milliarde Umsatz mit der Erde hier rumfliegen, aber es reicht dann wirklich bald mal langsam, dass wir dann wirklich endlich mal zum nächsten Schiff kommen, um dann auch mal mit dem Account zumindest wieder was anderes machen. So. Also Inventar war komplett leer. Super. Ich habe noch null Daten bisher. Okay. Was gibt es denn hier eigentlich? Wir haben Technetium, Molybden und Niobium und Selen auch. Okay, das ist nicht verkehrt. Wenn wir da was finden, nehmen wir es natürlich direkt mit. Suchen wir uns mal eine schöne Ebene raus. Ich würde denken, da so ungefähr und dann irgendwie so in die Richtung weiterfliegen. Denke ich, können wir erstmal machen. Weiterfahren. Dürfen dann gleich in den Gleitmodus kommen. Immer ein bisschen schade, dass es dann wieder zurückswitcht mit der Kamera. Noch sieht so aus, als ob wir voll auf die Oberfläche krachen. Ach, guck mal. Okay. War das jetzt schon der Übergang? Das war schon der Übergang. Ach so, ich dachte, wenn der aus dem Gleitmodus rauskommt, das meinte ich gerade, dass der dann nochmal
zurückspringt in die normale Cockpit-Kamera. Naja, gut. So, dann schnell runter Landeplatz suchen. Und dann gucken wir uns hier mal ein bisschen um. Ich hatte mich auch ganz, ganz toll, bevor ich jetzt hier in das Spiel rein bin, dummerweise zweimal mit beiden verkehrten Accounts eingeloggt. Warum auch immer. Ich weiß nicht warum. Ich wollte natürlich fest auf den Account hier einloggen und bin erst mit dem Explorer-Account rein. Dann dachte ich, ach nee, war ja der verkehrte, kann ja mal passieren bei drei Accounts. Und dann dachte ich, gut, gibst halt die vom Händler-Account ein. Zack. Oh, 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 das war fast ein bisschen viel. Das hat aber gerade so gereicht mit dem Abbremsen. Und ja, zack, war ich dann auf dem Hauptaccount auf einmal. Und dann letztlich, als nichts mehr anderes übrig blieb, habe ich es dann auch hier auf dem richtigen geschafft. So, na dann. Oh, da kommt ein Schiff angeflogen. Eine ASP Scout. Okay, Schiff, hau schon mal ab. Huch. Oh, oh. Oh, Gott sei Dank. Da ist die ASP. Okay. Anscheinend möchte sie wirklich nichts von uns. So. Na gut. Erstmal sehen wir nichts. Dann fahren wir einfach mal ein paar Meter. Ja, ich würde jetzt bloß mal metallische Meteoriten mitnehmen, wenn ich welche finden sollte. Ansonsten fahren wir jetzt einfach mal, um den Frachtraum ein bisschen schneller füllen zu können, eventuell, als beim letzten Mal. Huch. Ja, theoretisch müssten ja 4 Absturzstellen reichen, wenn die einigermaßen gescheite Sachen da rumliegen haben. Und da sind immer so 4-5 Tonnen, dann reichen halt wirklich 4, maximal 5 Absturzstellen, wenn man Glück hat. So, und? Na, nee, doch nicht. Dachte gerade, da war schon was gekommen. Da. Da haben wir doch die erste Signatur. Schon. Abfangen, abfangen. Nein, zu spät. Huch. Okay, bloß einmal gedreht. Nanu. Bin ich vorbei? Einer von euch hatte direkt zu Neujahresbeginn. Tut mir leid, wenn ich immer die Namen mal vergesse, wenn ein Kommentar geschrieben wurde. Ich merke mir, ich lese sie mir zwar alle durch, aber ich merke mir oft nicht, wenn das viele sind, wer das dann geschrieben hat. Aber da hat jemand direkt am Neujahrstag wohl eines der seltenen abgestürzten Schiffe gefunden. Ich hoffe ja auch noch immer mal drauf. Ich meine, nach über, naja, mittlerweile zusammengefasst ein paar tausend Kilometer mit einem Buggy auf einer Planetenoberfläche. Wäre schon ganz geil, wenn das noch ein zweites Mal auftritt. Ich bin schon mehr Außerirdischen begegnet als einem abgestürzten Schiff. Gut, wobei, auf der einen Art suchen die Außerirdischen einen selber manchmal auf. Da lässt sich es dann nicht umgehen, dass man da mal rausgezogen wird von denen. Könnt ihr euch noch an die eine. War das denn? Das war mal ein Livestream. Das war mal irgendwann ein Livestream. Da sind wir irgendwie in Maya oder Umgebung unterwegs gewesen. Und. Ach genau, ich glaube mit der Anaconda sind wir da mal schnell hin. Und da wollte ich, da sind wir so ein Signal angesprungen, wo sich ein Targoide aufhielt. So, und der hat mich aber so zerballert oder so runtergeschossen dann doch,
dass ich abhauen musste und bin halt ins nächste System gesprungen. Und während des Sprungs ins nächste System hatten die mich nochmal aus dem Supercross gezogen. Das fand ich auch sehr geil. So, wie war es jetzt hier mit Unterhaltungselektronik? Ja, können wir machen. Halt, ich hole schon mal. Schildemitter. Ah, gut, da sind jetzt nicht so schöne Sachen dabei. Die Schildemitter nehme ich aber mit. Synthetische Reagenzstoffe. Ja, doch, geht auch. 2x6.500, das ist okay. Wo ist es denn? Komm, flieg nicht wieder so weit weg. Oh, Schiff. Wieder ein Kilometer. Oh, ey, als ob hier kein Platz wäre, ne? Ist ja nicht so, als ob hier alles zugestellt ist. Dass sich der Autopilot denkt, uiuiuiui, da kann ich aber nicht runter. Ich glaube, der Rest, der da rumlag, sind jetzt keine so tollen Sachen, dass ich die unbedingt mitnehmen müsste. Ich hoffe natürlich schon eher wieder auf Metalle. Klar, Palladium, Platin, so ein Kram. Taphit, Mosaenit, Beryllium, Gold. Bremsen! 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 Okay, der war gut. So, rein damit. Huch, Nanu, da ist er. So, ich nehme das Schiff jetzt mal nicht mit. Ich gucke zwar noch, was das andere so alles so bringt, aber ich muss es dann ja. Also, wenn es bloß wenig ist, dann schicke ich das Schiff einfach wieder fort. Hier sind ja noch die Spuren zu sehen. Und da drüben, genau, da drüben irgendwo noch die andere Linie mit den anderen Reifenspuren, die wir vorhin schon hinterlassen hatten. Genau. Das finde ich echt genial, dass die wirklich teilweise kilometerweit halt echt hinterlassen werden, ne? Hat das mal jemand getestet, wie viele Kilometer das sind? Weiß das jemand zufällig? Oh, sie strahlt ohne Ende. Guckt euch das an. Das Bild. Geologieausrüstung? Nö. Geologieausrüstung, Resonanzbegrenzer. Ja, das können wir mal mitnehmen. Ich glaube, Strukturregulatoren können wir auch noch mal. Irgendwo hänge ich fest. Bertrandit bringt nicht viel. Nervengas ist, glaube ich, auch nicht so wertvoll, oder? Oh, doch. 13.500 sogar. Hallo. Okay, dann bringen wir das noch zurück zum Schiff und fahren dann, ja, einfach geradeaus von der Schiffsnase aus gesehen oder vom Cockpit aus. Also von hier nach links, so rum. Gut, da hätten wir schon mal vier. Ich wollte nochmal ein Vorwärtssalto probieren, aber dann wären wir vielleicht auf dem Schiff gelandet. Muss ja nicht sein, dass ich selber mit dem Buggy einmal voll in das Schiff reinbretter. So. Adios. Also jetzt geht's in die Richtung weiter. Ist das hier unten metallischer Meteorit? Ach komm. Wie sieht's denn aus? 88% noch, oder? 6? 88. Genau.
Huch. Ja, ist wieder dran gewöhnt, dass hier eine deutlich höhere Schwerkraft ist als auf dem letzten. Aber ich mag das eigentlich, wenn die ein bisschen höher, so um die 1G, 1,5G, finde ich eigentlich auch noch ganz gut, weil man dann halt wirklich schön fahren kann mit dem Buggy, ohne dass der bei jeder kleinen Bodenwelle einfach mal abhebt. Also es macht natürlich auch Bock, mit dem Buggy immer mal wieder abzuheben. Ja, genau, das ist einer. Und aber genauso geil ist es einfach, über den Planeten drüber zu heizen, mit halt einer hohen Schwerkraft, ohne jedes Mal wegzuschleudern. So, Technetium zweimal, Niobium, Molybdän, Eisen. Super. Halt, halt. So, das ist alles ungefähr auf eine Stelle gefallen. Komm, dann nehme ich das Eisen auch noch mit. Guck mal da, Molybdän entdeckt. Jetzt wird mir davon was angezeigt. Jetzt weiß ich aber nicht, ob das die Stelle ist, von der wir gerade eigentlich kommen. Mist, ich hätte mir mal die Gradzahl oben merken sollen. Ich fahr mal hin. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist eine neue. Auch schön, gerade waren keine Drohnen. Da konnte man sich in aller Ruhe aufhalten. Nun sollen ja dieses Jahr. Ui, halt, da ist es wohl schon. Hier, warum? Da ist einmal Unterhaltungselektronik. Ah ja, da hinten außerhalb der Zone liegt noch mehr. Ah, Gold und nochmal Unterhaltungselektronik. Okay, die wollen ja dann dieses Jahr auch noch, jetzt können wir ja schon von diesem Jahr endlich reden, auch das Bergbausystem oder das Mining-System, wie man das macht oder na, wie man das macht vielleicht nicht, weil so wie man Bergbau betreiben kann mittlerweile, finde ich es echt super. Und meiner Meinung nach müsste dahingehend nichts geändert werden, aber die wollen tatsächlich noch was ändern, dass es auch lukrativer wird. Bin ich mal gespannt. Ja, also ein Ticken lukrativer, okay. Vielleicht einfach die Rate erhöhen, mit der da irgendwie was abgebaut wird oder so. Aber so wie es derzeit ist, finde ich es eigentlich gar nicht so verkehrt. Es war schon mal viel, viel schlimmer. Was könntet ihr euch denn noch so an Neuerungen vorstellen für ein neues Bergbausystem oder an Änderungen, die die dann vielleicht vorhaben? Wie gesagt, mir ist nur bekannt, dass das lukrativer werden soll in Zukunft. Vielleicht heben sie einfach bloß die Preise der Metalle an. da ist ja noch eine Landestütze. So, nochmal zurück, den anderen Container Unterhaltungselektronik holen. Aber da müsste irgendwo noch mehr rumliegen. Links dann von mir aus gesehen gerade. Einmal hier vorne der Container, Unterhaltungselektronik und links davon müsste noch irgendwo was anderes sein. Genau. Einmal der. Und einmal da hinten liegt der Rest. Okay, was haben wir denn hier? Halbleiter. Das war nichts. Was haben wir noch? Resonanzbegrenzer und Gallium. Ja, Gallium ist schon mal nicht schlecht. Will bloß mal wissen, ob ich das Schiff dann wegschicken kann oder nicht. Okay, Resonanzbegrenzer sind auch nicht verkehrt. Gut, dann holen wir uns die Tonne Gallium gleich noch. Halt, bleib mal stehen. Oder warte mal. Kann ich die nicht gleich?
Geschickt. Okay. Ich wollte sie so ein bisschen anstupsen, dass die Richtung Schiff fliegt. Vielleicht, wenn ich da langsamer vorgehe. So, bleib erstmal liegen. So. Von wegen, man kann bloß 3 Tonnen mitnehmen. Und. Ne, gut. Ich komme da gleich nochmal. Hol die Tonne Gallium noch. Wusste ich gar nicht, dass Gallium auch so bei 6000 liegt. Och, komm schon. Gut, 12 Tonnen sind noch frei. Noch 11 nach der letzten Tonne. Ich schicke das Schiff. Kann ich ja schon mal fortschicken. Wo war es? Es muss hier vorne irgendwo sein. Ja, ich glaube, die Spuren. Jo, da ist er. Hier sind meine Versuche. Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier beim nächsten Mal weiter. Knapp die Hälfte ist voll. Ich denke mal, beim nächsten Mal müssten wir es dann, wenn es so weitergeht, auch schaffen, dass wir den Frachtcontainer dann vom Raumschiff füllen und das vielleicht schon alles abgeben können. Die Raumstation ist ja nicht weit weg. Ja, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.